Hallihallo, meine Lieben da draußen, ein herzliches Glück auf, würden wir hier im Erzgebirge sagen. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder Bock auf Mods habt. Ihr wisst ja, skurrile Mods, lustige Mods, sehr alltägliche Mods, dekorative Mods, alles was man braucht, kriegt ihr natürlich hier geboten. Und in der Videobeschreibung, kann ich gleich sagen, ist natürlich auch unten wieder die Verlinkung drin. Heute gleich schon mal ganz am Anfang, wir sind gegen Modklau und das ist für uns auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder betonen und da dagegen kämpfen. So, wir haben heute einen wunderschönen Traktor mal mitgebracht, den Kramer KL714 Allradtraktor. So, und das sieht man schon, wie der bullig aussieht von vorn und wie wir den jetzt konfigurieren können, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen natürlich erstmal ins Menü rein, ins Kaufmenü und dann haben wir den Traktor hier schon mal da. Wir können den konfigurieren 75 bis 100 PS, 90 Liter Fassungsvermögen im Tank und 4 Tonnen ist das Ding schwer. 4 Tonnen deswegen, weil er einfach Allrad hat. So, und wir können den natürlich mit ganz vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten hier kaufen. Nämlich zum einen können wir wie immer die Motorausführung machen. Ne, ihr seht es jetzt hier drüben, 75 PS, 100 PS. Mehr geht im Endeffekt nicht. So, dann haben wir Reifenhersteller. Da haben wir Fredestein, Michelin, Continental, Mitas haben wir, BKT und Trelleborg. Ja, könnt ihr euch natürlich raussuchen, was ihr braucht. Reifenvarianten, Standard, Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten. Sieht für den kleinen Traktor irgendwie ein bisschen brachial aus, finde ich. Aber so wird es schon wieder passen. Ne? So wird es ins Bild passen. So, genau. Dann haben wir den Sicherheitsbügel. Also Sicherheitsbügel ist das hier, Überrollbügel. Wir könnten aber auch eine Kanzel draufbauen, was mir persönlich jetzt nicht ganz so gefällt, muss ich sagen. Und wir können die Kanzel natürlich aber auch geschlossen machen. Ne? So, oder eben wieder das Verdeck runter. Ausstattung können wir gucken. Wir können hier eine Front... Fronthydraulik dran machen. Jetzt war ich ganz kurz lost. Jetzt war ich ganz kurz raus, meine Lieben. Genau, oder eben Standard, wie man es halt braucht. So, dann können wir hier verschiedene Farben einstellen. Fürs komplette Chassis. Wir zum Beispiel mal rot einstellen. Wir können hier, wartet mal, die Hauptfarbe können wir einstellen. Machen wir mal das hier. Und wir können natürlich auch die Felgenfarbe einstellen. Also da könnt ihr euren Wünschen freien Lauf lassen. Sieht natürlich ja jetzt ein bisschen Kasper-mäßig aus. Wir gucken mal raus, was ich gemacht habe. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich finde die Farbe einfach schweinegeil. So ein schönes Weinrot. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie sieht das Ding von innen aus. Beziehungsweise wenn wir drauf sitzen. Ja, natürlich sporadisch, ist klar. Ne? Die damaligen Traktoren hatten halt nicht ganz so sehr viel, aber es ging alles, es war alles funktional und wir werden das jetzt auch gleich sehen, wir werden jetzt im Einsatz sehen. Ja, eigentlich ziemlich sexy, dieser Traktor, muss ich sagen. So, und ich mache mal kurz die Musik aus und wir hören mal rein in den Sound. Finde ich eigentlich vom Sound her ganz geil gelungen. Ja, meine Lieben. Und ich finde, das Ding hat Power. Also eigentlich wirklich ein sehr, sehr schöner Mod, muss ich zugeben. Mit 100 PS, glaube ich, ein kleiner, niedlicher Hufschlepper, mit dem man wirklich sehr viel anfangen kann. Ich fahre jetzt gerade mit Tastatur, ihr seht's. Und soundtechnisch, ja gut. Traktor-Sound halt, ne? Unser Standard-Sound, aber... Ich habe das Gefühl, beim Anlassen, genau, ne, dieses leichte Quietschen und auch beim Ausmachen, hört da mal genau hin, beim Ausmachen finde ich das ziemlich geil, nämlich dieses Nachlaufen des Motors, passt mal auf. Ne, dieses fetzt mir total, muss ich wirklich zugeben, also dieser Traktor, der wird bestimmt bei dem ein oder anderen Projekt mal mit dabei sein, weil, ja, wunderschönes Ding. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch den downloaden. Ist natürlich, wie gesagt, vom Mod Hub alles ganz original. Bei mir kriegt ihr nur originale Sachen.
Deswegen, meine Lieben, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bzw. in der nächsten Vorstellung wieder. Wenn ihr Lust habt auf irgendwelche Vorstellungen und ihr sagt, Mensch, zeig uns das mal, wie das und das funktioniert, oder manche Sachen funktionieren irgendwie bei mir nicht, guck mal, ob's, ne, ich will mal wissen, wie das geht, so ein kleines Tutorial oder sowas, schreibt es mir in die Kommentare. Bis dahin bin ich aber erstmal raus. Für heute macht's mal gut, bis zum nächsten Mal, tschüss und ciao.